Ein paar trainieren bloß noch überflüssige. Ah, eine Abwehr. Wow, was ist denn mit Leon? Hat das Ausflugpolizei wäre hier mehr. Wieso bringen die alle Souvenirs mit, Alter? Charlie hat Jagen. So, vor kurzem habe ich einen Flamingo an einem der Teiche gesehen. Wenn ich mich recht erinnere, war es einer der entlegeneren Teiche. Oh, Flamingos sind tolle Tiere, sind so hübsch mit ihren rosa Federkleid und langen Beinen. Was? Nein, gesehen habe ich keinen. Leon, lass den freundlichen Polizisten jetzt aus der Teile. Okay, gut. Ja, Leon hat mal wieder Spaß. Sollen wir die auch fragen? Jo, komm, fragen wir die einfach mal danach, ne? Gleich mal. Oder den. Ja, ist kalt hier draußen. Vielleicht soll es nicht hier arbeiten. Essen kaufen, Lose einlösen. Ja, danke schön. Oh, Flamingos sind tolle Tiere. Nein. Von dem Einheimischen habe ich unterschiedliche Informationen über den Verbleib des Vogels erhalten. Einer meinte jedoch, er befände sich an einem entgegenen Süßwasserteich. Ich werde an ein Gewässer, auf das diese Beschreibung passt, nach Hinweisen suchen. Okay. Da kann man ja Schlittschuh laufen sogar gehen. Ah, okay, gut. So. Nochmal. Bye bye, Flamingo. Bye bye, Flamingo. Nach Hinweisen suchen. Auf geht's! Ein Grußkartenfoto machen. Klar, warum nicht? Sabrina schon auf der Arbeit? Ja, die ist schon auf der Arbeit. Was hast du denn jetzt schon wieder? Du sollst zum Bye-Bye-Flamingo gehen. Du sollst Hinweise suchen. Hinweise! Tu, was ich dir sage. Verdammte Scheiße nochmal. Tu, was ich dir sage. Also geht doch. Mein Gott. Ich brauche erstmal 10.000 Jahre, um sich da umzuziehen. Mal gucken, vielleicht finde ich ja gleich beim den richtigen Hinweis. War es nicht irgendwie sogar ein Friedhof oder so, glaube ich? Ein Friedhof. 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 Ja, hier sind auf dem Friedhof. Was für ein gruseliger Ort. Daniel P. hat den Friedhof besucht. Nie würde unheimlich dunkle Ecke und Gesichten Geister vergessen. Ja, okay, gut. Später. Durch dieses Ding sieht alles viel größer aus. Sieht aber so aus, als wenn hier nichts ist. Ohne eine Kapelle sogar noch, oder sowas in der Art. Weiß gar nicht, was das wirklich ist. Ich kenne mich damit nicht so wirklich aus, mit Friedhöfen. Ach, Mausoleum ist das. Na, ja, such mal fleißig weiter, Daniel. Verflixt, ich habe mich in Irre führen lassen. Ich muss meine Suche auf ein anderes Grundstück fortsetzen. Ja, machen wir doch gleich. Okay, da ist auch noch Bye-Bye Flamingo.
Habe ich mich etwa in die Irre führen lassen? Hab genug, schon wieder in die Irre geführt zu werden. Warum ist mir hier 10.000 Kilometer rennen? Lol, ernsthaft? Wo ist denn dieser Teich da? Ist der hier unten? Lol. Ich wundere, ich da laufen muss. Ja, also weiter, glaube ich, kann man gar nicht vom Schuss weg sein, denn. Ich glaube, wenn er hier fertig ist, sollte ich, glaube ich, erstmal den nach Hause schicken. Aber hier draußen im Schneesturm erstmal 10.000 Kilometer zu laufen, bloß damit wir diesen blöden Flamingo dort finden. Dieser Schmutzfleck kommt mir irgendwie verdächtig vor, aber ich suche lieber weiter an einen sauberen Anhaltspunkt. Okay. So, suche ich jetzt dann noch weiter nach Hinweisen oder macht er dann noch was anderes? So, ich muss gerade meinen Hund noch am Bau streicheln, wenn ich jetzt hier selbst noch nach den Hinweisen suche. So, während ich dann noch selbst weiter nach fleißig nach Hinweisen suche, gehe ich erstmal da wieder zurück. Ach, die ist ja eh wieder dort. So, morgen um dieselbe Zeit ist halt dieser Abend. Ach, Anna hat sogar schon die Hausaufgaben zu 100%. Oh ja, ich habe ihn Flamingo gefunden. Das ist eine blöde Plastikfigur. Ich wünschte, jemand hätte mich aufgeklärt, dass ich nach einem geschmacklosen Gartenschmuck suche. Egal. Meine Arbeit in diesem Fall ist fast beendet. Ich muss ihm vor genug meinen Auftraggeber mit dem Spatzenhirn-Totten-Wolf überreichen. Okay, gut. So, was haben wir denn? Glückwunsch, Daniel wurde vom Stadtrat der Stadt Sunset Valley in Anerkennung deiner ausgezeichneten Arbeit der Titel Verbrechensbekämpfer verliehen. Zeit, den Einsatz zu erhöhen. Die Verbrecher werden geschickter und um ihnen entgegenzuwirken, musst du selber tief in die Trickkiste greifen. In einer Welt ohne Einschränkungen sitzt du immer am längeren Hebel. Doch fürs Erste solltest du bei einer Suche nach belastbarem Material auf brauchbare Ergebnisse hoffen. Daniel Peer wurde ein Spurensucher-Set anvertraut. Deine Belohnung befindet Peer im Inventar. Genau. So, jetzt bringen wir diesen Kram da wieder zurück. So, Arne kann das einmal aufräumen. André hat sein Tageswerk verbracht und 240 erstmal verdient. André verdient aber auch ordentlich Schotter, ne? Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Schreiben. Der verrückte Mann weiterschreiben. So. André ist auch wieder da. Hygiene ist. Entstopfen. Abziehen. Andres Aufgabe ist erstmal gleich mal hier zu säubern. Ach so. Na, du kannst ja wenigstens das mal machen. Öffnen. Genau so. Hat der Hund wenigstens was. Wenigstens was zu tun. Und nein, das ist nicht dein Bett. Dein Bett findest du hier drüben.
Andrea das geschafft. Jetzt kannst du auch Soll werden. Wenn du dich schon so gefreut hast, dass du es heil gemacht hast. Das ist auch schon die ganze Zeit nur schneit, Alter. Das wird mir tierisch auf den Zeiger gehen. Duschen. So, Leon schreibt er gerade, ne? Er ist ja fast schon fertig mit dem Buch. Sabrina hat die Tageszeit verbracht. Und 197 Monate. Das muss man sich vorstellen. Andere hat bloß einen Nebenjob, Zeitjob und verdient viel mehr als Sabrina schon. Alter, krass, ey. Zub, Jahani Mas, T. Ani. Flamingo zurückgeben. Und danach geht's nach Hause. Ja, so, Tortenwolf hat sich sehr gefreut, den Flamingo wiederzusehen. Mir haben sämtliche Federn zu Berge gestanden, so rührend war das. Dann habe ich meine Bezahlung eingesteckt und bin gegangen. Holst. Holt der Geier, also okay. Und wieder ein Fall erledigt. Verkeimt. Sie ist nochmal verkeimt. André chattet wahrscheinlich wie mit irgendjemandem. Ja, so sieht es aus. Ja, wirklich viele Freunde scheint ja André auch nicht zu haben. Na doch, viele Chatfreunde. Ich glaube, das Buch schaffen wir heute nicht mehr. Endlich ist André wieder er selbst. Nun kann er Haushalt ein wenig aufatmen. Okay, gut. So, Leon kann nochmal schnell einfach nochmal einen Snack essen. Snack essen. Müsli. Was mache ich jetzt eigentlich? Macaroni mit Käse zubereiten? Nee. Du machst mal kurz einfach einen Snack als ein Brot mit Marmelade wieder. Im Bass im Park spielen, was ein schönes Ziel. Also, Sabrina, du kannst einfach mal duschen. Nein, schlafen. Muss noch was essen. Dann kann ich auf Toilette gehen. Und auch schlafen gehen. Ja, man kann auch danach Toilette benutzen, dann schlafen. André sollte auf jeden Fall schon mal ins Bett gehen. André ist schon, Arne ist schon im Bett.
Und so wird's gemacht. Was, ich dachte, ich war schon auf Toilette. Benutzen. Danach darfst du schlafen. Es ist 0 Uhr und jetzt gehen alle ins Bett. Alter. Na toll, jetzt ist das Klo wieder schmutzig. Was ist los da? Bis 7 Uhr pennen. Wovon träumt denn der Ahne so, wenn er so drüben bei sich so schläft? So, mal gucken.